Oh, mega hell auf einmal. Ich bin blind. Na, so hell ist es bei mir noch nicht. Mega hell. Oh Gott, diese Farbenpracht der Welt. Hältst du mich auf dem Laufenden, wenn du dann am Kran bist und ja, so? Ja. Ich bin nicht, wie gesagt, ich drifte auch ab und zu, jetzt ganz selten mal noch ab. Jetzt komme ich hier ich nicht will über auch die mal. Stufe. Ja. Lebst du noch? Ist irgendwo ein Zombie. Achso. Noch eine Hatchet. Na, schön. Und das ganz krass hell war mir auf einmal ein bisschen zu hell. Noch ein Und ich Kompass. weiß Oh, nicht, guck ob der mal, mich getroffen hat Kompass. oder nicht. Gott, wo ist Ein der denn? Ich sehe Kompass. den gar nicht. Nee, hier ist der doch gar nicht. Ich esse jetzt wohl mal was. Wäre schön, wenn es mal laden würde. Bei mir ist es jetzt so krass überhellt. Meine Sardinen sind Überhellt? weg. Sagt das was? Schön, ich habe mir gerade Sardinen aufgemacht, jetzt liegen die da unten. Warum? Ich will dir doch einen Kompass mitbringen. Boah, kannst dich jetzt mal einpegeln, ey. Mein Gott, der Baum hat nachgeladen. Der sah ja gerade echt hübsch aus. Oh, das nervt ja. Was Ich hätte denn? gerne diesen Kompass da. Take. Und dazwischen den Sitzen steht eine... Ich will die nicht trinken, ich würde die gerne mitnehmen. Ach, obwohl... Ich habe so viel zu saufen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Oh Gott, blöder Zombie. Jetzt ist er weg. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Das ist schön. Und ein Steakknife und noch was zu trinken. Na dann, trinke ich das jetzt doch. Ein Steakknife ist doch ganz gut, oder? Oh, IV Start Kit Pristine. Ich glaube, das, was ich habe, ist ziemlich damaged. Genau, dann tausche ich das mal gerade aus. Bandage habe ich selber, die ist damaged. Meine ist damaged. Gut, das nimmt sie. Was ist das denn hier? Ach, das Morphin. Gott. Ruined! Wieso ist denn das ruined? Wieso ist mein Morphin ruined? Was habe ich Wieso gemacht? seid ihr so hell? I have drunk Pepsi. Das ist ja schön. Echt? War das schon ruhig? Nee. Nee, eigentlich nicht. Das fühlt mich gerade ein bisschen irritiert. Aber, weißt du, im Endeffekt ist es doch auch scheißegal. Lutsch oh, es halt. Der Kran. Ist ja, schon draußen da? Wird noch geballert. Ja, Prost, Neuer. Da. Bei mir ist es komplett unscharf und voll überstrahlt hell. Bist du irgendwie verletzt? Na, nur my feet hurt, aber in der Anzeige steht nichts. Also wenn ich jetzt hier, ne, esse. Mein Epinephrin ist auch ruined. Wieso? Ich mach mal. Eskappe. Konfigurieren, schließen. Das ist alles voll im Arsch, was ich habe. Egal nee. Was. Auch nicht. Egal was. Alles damaged. Meine ganzen One Klamotten. Damaged. So. Also meine Sardinen und so. Kitchen Knife, Dünger. Wo bist du denn jetzt? So, na pass auf, ich laufe mal auf den Kran zu. Ich schlunze jetzt um den Kran herum. Oh, da kann man schlunze rauf. Schlunze mal. Man kann auf den Kran, hihi. Mach's mal nicht. Doch. Ich bin nämlich gleich da. Ich will aber, ich mag doch den Keks. Mir egal, ich bin nämlich gleich da. Ich sehe dich immer noch nicht. Nee, noch. Noch ist auch eine Wand dazwischen. Hallo! I can see you! Hallo. Das ist ja schön. Darf ich jetzt auf den Kran? Ja. Doch schön zu wissen, dass ich den richtigen Kran gewählt habe. Ja. Gib mir das Menü.
Zum Treppe steigen. Da. Das ist auch eine super Idee. Mit einem schreiend roten Rucksack. Hatte ich eigentlich ein Salinbag? Da glibbelst du nach oben. Warum sieht das bei mir so aus? Ich will nicht, dass es bei mir so aussieht. Ich kann dir gleich mal ein Salinbag geben, wenn ich wieder unten bin. Ja, aber was hilft mir das denn? Ich bin nur durstig. Also mehr zeigt sie mir ja nicht an. Und durstig kann ich was gegen machen. Das ist aber hoch hier. Oh, ist das hoch. Hier oben stehen Cerealien. Die esse ich jetzt aber gleich. So, jetzt ist er durstig wieder weg. Trinkt trotzdem noch mal was. Oh, guckt euch diese Aussicht an, liebe Leute. Ist ja ein Traum. Noch eine Vitamin-Dingsbums? Was? Ja, kann ich schon. So, wo wollen wir denn hin? Ich habe hier oben gerade so einen wunderschönen Überblick. Ach, da kann man auch noch hoch. Oh, geil. Jetzt esse ich noch Sardinen. Oder? Nee. Und dann gucken wir mal, was das bringt. Ach, schade. Kann man da nicht noch hoch? Nee, Leiter herabsteigen. Kann man auch das hässliche Fell. Ich wollte eigentlich ins Führerhäuschen noch hoch, aber das geht wohl nicht. Ich wollte ins Führerhäuschen. Ja, nö. Kann ich nicht. Dann komme ich mal vorsichtig wieder runter. Ich habe keinen Kopf. Mein Kopf ist weg. Hör auf. Das sieht gerade voll gruselig aus. Mach mal First Person und dann guck mal auf deine Schultern sozusagen. Ich habe keinen Kopf. Ah! Ah! Mein Kopf. Ich habe nur Knie. Hier mein Oberkörper gar nicht. Ach so, wollte ich sagen. Das ist ja auch schön. Warum bist du denn so? So, da bin ich. Wo bist du? Salinbeck? Anyone? Ich sitze immer noch hier. Ach da. Aber was soll das bringen? Na, dass du für... Verdammt, kein Helm. Da war ja was. Aber ich war nicht... Also ich bin ja nicht verletzt. Na, du hast dir doch auch das Bein gebrochen. Ja, aber my feet sore, davon kann er doch nicht... Meinst du, davon kommt das? Weil wir probieren das jetzt mal. Ich habe ein Salinbeck, das gebe ich dir jetzt. Ja, dann mach. Zwei. Ich halte still. Habe ich es jetzt schon in der Hand? Ja. Ja. Give IV Salin. Into you. I still bleib sitzen. I successfully have given... Ach guck, also zumindest die Farbe ist schon mal wieder da. Aha. Also so komplett da auf einmal. Mensch. Oh, jetzt will ich auch eins. Nächste Aufgabe, noch ein Salinbeck finden. Ah, hast du nicht gesagt, du hast zwei? Nein, eins. Achso. Ich habe zweimal, ja, ich habe zweimal Bandagen. Ich gebe mir jetzt einfach mal, kann ich mir den selber geben? Das, warte mal, was muss ich mir geben? Inject das Morphin oder gegen das Chipped Leg? Oh, kann ich nicht, weil der completely ruined ist. Wäre toll. Schön. Schmeiß hier hin gleich. Ja, zack. Schaff Platz. Dann kann ich das Epinephrin ja auch wegschmeißen. Ja, ach, dann lag das tatsächlich daran. Naja, dann wird ja die Sicht bald wieder klarer. Das kennen wir ja schon. Das kann aber auch dieser komische Grafikbug sein. Dann geh noch einmal in die Einstellungen. Nein, hab ich schon. Ach so. Der ist es das nicht, Das habe ich vorhin schon versucht. Nee, das habe ich vorhin schon versucht. Okay. Als ich auf dem Weg zu dir war, ah, okay. Weil mich das genervt hat, aber das ist es nicht. So, ich will jetzt hier konfigurieren gedrückt. In der Baustelle einmal noch in die obere Etage, oder warst du schon gucken? Ich wusste nicht, wo du warst, deswegen... Ach so. Nein. Auf dem Kran. Nee, davor. Wenn ich jetzt hier irgendwo eine Treppe... Wo ist denn hier eine Treppe? Ich warte mal hier, ja. Okay. Sehe ja eh nicht so richtig viel. Ja, das ist allerdings echt ungünstig. Ja, also ich sehe schon was, es ist halt nur verschwommen. Verlaufen? Geht schon? Da ist eine Treppe. Das ging ja schnell. Sind das meine Schritte? Ich bin unten. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ja, ja. Aber wo ist denn die Treppe? Hier. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, da ist sie doch. Ich bin doch da auch gerade auf dem Weg hin. Ich will nicht raus, da ist irgendwo der Zombie. Trampelst aber laut. Es tut mir leid. Welcher bis hier? Das hatte ich auch gerade. Bin ich erstmal abgehauen. Hast du dich gerade bewegt?
Jetzt sitze ich still. Okay. Aber du bewegst dich, ne? Ja. Gut. Soll ich mich mal bewegen, dass wir kurz Soundchecken machen Ja. können? Ich hoffe. Ne, jetzt höre ich es nicht. Oh Gott, das ist gruselig. Ich glaube, das hörst du nur, wenn du wirklich da drunter oder da drüber oder so bist. Jetzt hier gleich noch ums Eck kommt, schrei ich. Oh, zur blöden Tür zu treffen, ey. Was ist das irgendwas zum Anziehen? Ich gerade überlege, zu dir nach oben zu gehen, nur um dich schreien zu hören. Nein. Nee, ich bleib hier unten. Außerdem, du bist unschwer auch zu erkennen, also. Ja, aber du mit dem roten Rucksack. Nein, ich meine, ich habe einen großen Wiedererkennungswert, also ich wüsste sofort, dass du bist. Ach so, ja, aber ist ja egal, wahrscheinlich würde es sich im ersten Moment trotzdem erschrecken. Ja, vermutlich ja. Wie du gerade über mir trampelst. Also ich sehe dich, wenn du wieder runterkommst, wenn du dieselbe Treppe da bist. Ja, hier ist erstmal irgendwie nichts. Das ist ja gut. Was war nochmal die Inkubationszeit einer Erkältung? Ich merke gerade, dass mir irgendwie der Hals wehtut. Ich weiß es nicht mal, ich weiß es nicht mehr. Und frage mich, ob... Ist es nicht irgendwie 3 bis 5 Tage oder irgend so Quatsch? Eigentlich sagt man ja 3 Tage. Also Erkältung, die 3-Tage-Regel. 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. 3 Tage geht sie, genau. Aber ich weiß nicht, ob das halt Inkubationszeit ist oder nur so Volksmund. Na, ich glaube 3 bis 5 oder so. Ich glaube, das kommt schon hin ungefähr. Also dieses 3-3-3, zumindest bei mir kam es bis jetzt immer ungefähr hin. So bei 6. Mir? Ja, ach, ja. Guckt mal bitte da unten, da geht jemand spazieren. Neuer Spaziergang. Du, die weiß, dass wir heute den 1.1. haben. Wer sind die? Da steht Zombina, Swantje. Ah, ja. Zombea, Swantje. Steht drüben an der Bushaltestelle. Denn sie weiß... Oh Gott, da war ich doch gerade. Denn sie weiß, verantwortungsvolle Zombies fahren im alkoholisierten Zustand kein Auto mehr. Apropos Alkohol. Wer hat denn heute alles einen Kater gehabt? Oh, ihr ja. Seht, ist ja gehabt. Oh Gott, also bist, wenn ihr die Folge seht, ist das ungefähr schon, ich weiß nicht, 3 Monate her oder so. Ich glaube, wir müssen die Daisy-Folgen irgendwie mal ein bisschen... Ja, zumindest die, also die Folgen... So die Staffel 5. Ja genau, sodass wir wieder auf der aktuellen Staffel sind, ja. Die will ich dann mal schneller hochladen, wollte ich auch noch mit dir absprechen, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt momentan... Also hochladen, schneller raushauen. Oh Gott. Wir haben so viele. Zombie. So, ich bin jetzt wieder unten, wo bist du? Oh, du hast die andere Treppe genommen. Scheint so. Weise. Ja, warte, Treffpunkt Kran. Okay. Mein Leckhörz, ja, ich hätte dir gerne einen da bist du. Rechts, rechts, ich bin hier. Hinter den Rohren. Nein, was ist das? Betonwänden. Hallo, Bonk. Bin rechtzeitig stehen geblieben, bei mir zumindest. So, was gibt's denn hier im Krankenhaus? Jetzt mal kurz, Waren wir da nicht schon? Ja, früher. Andere Aufnahmesession, ich weiß. Da ist ein Spital. Und Spital. Das Spital, das wäre recht fein. Was haben wir denn jetzt? Ach je. Früh am Morgen haben wir jetzt. Da kam ich doch her. Ja, Moment. Ja, Herr May, wo war das jetzt? Jetzt haben wir voll verfranzt. Das finde ich ja fein immer wieder. Ich glaube, das war hier irgendwo. Schubidu-wap-wap. Geh schon vor. Aber ja, ich muss mal gucken, ob dich hier überhaupt richtig war. Ich muss mich mal versuchen. Ja, auffallend richtig. was wollte ich gerade sagen? Ihr könnt uns ja mal erzählen, wie ihr Silvester verbracht habt. Unseres war ja wie immer relativ unspektakulär. Aber deswegen nicht weniger, gesagt, geh schon vor. Nicht weniger lustig. Ziemlich verschluckt. Lauf, Forrest, lauf. Ich finde ja Charade witzig. Ich auch. Ich fand meine Flugente auch gut. Die Flugente war klasse. Besonders das schlitternde Landen auf dem zugefrorenen See. Das war nicht leicht. Das war echt, aber klasse dargestellt. Und wir sind drauf gekommen. Ja, wobei, ich weiß halt nicht, ob ich nicht Flugente, ich habe ja nur Ente gemacht. Ja, Ente, Flugente. Ja, aber darum geht's doch, oder? Um jeden Begriff eigentlich. Rapante, Rapante.